Man würde heute eigentlich ein solches Verhalten als Aneignung bezeichnen. Karl Lauterbach hat Medizin studiert, aber er ist kein Arzt. Und insofern... Und insofern ist der Begriff wir an dieser Stelle und so zu tun, als nehme er an der Versorgung teil, total unangemessen. Ja, hallo, ich bin Karl Lauterbach. Also ich bin selbst Arzt und hatte das Institut für klinische Epidemiologie und Gesundheitsökonomie hier an der Uniklinik in Köln. Ja, hallo, ich bin Karl Lauterbach. Also ich bin selbst Arzt und hatte das Institut für klinische Epidemiologie und Gesundheitsökonomie hier an der Uniklinik in Köln. Herr Lauterbach, ein Lügner ist in meinen Augen jemand, der mindestens einmal die Unwahrheit sagt, obwohl er die Wahrheit kennt. Herr Lauterbach, Sie erzählen uns seit 2 Jahren am laufenden Band die Unwahrheit, obwohl Sie die Wahrheit wahrscheinlich kennen. Also seien Sie froh, dass ich Sie lediglich als Lügner bezeichnet habe und nicht noch andere Wörter gewählt habe. Vielen Dank.